Vektoren und Skalare in der Medizin. Wozu braucht man das und so weiter? Gehe ich dann drauf ein. Mal ganz kurz, was sind Vektoren? Ich beziehe mich jetzt auf die klassische Physik. Also wenn es dann um Teilchen und so weiter geht, da gilt das nicht mehr so. Aber für uns reicht das in der Medizin komplett aus. Vektoren, kurz gesagt, sind gerichtete Größen. Gerichtet heißt, sie haben eine gewisse Richtung und einen Richtungssinn und entsprechend eine Länge. Und man macht das, das zeige ich dann zum Schluss nochmal, man macht das deswegen, diese Länge, dass man damit dann rechnen kann. Ja, ich zeige es doch mal ganz schnell. Wenn ich zum Beispiel einen Menschen habe, der da so breitbeinig rumsteht, dann sage ich, okay, die Gewichtskraft, die kenne ich. Die Gewichtskraft hier, die kenne ich. Und die mache ich so lang vom Schwerpunkt des Menschen bis runter zu meinetwegen zum Boden. Und wenn das jetzt hier ein Meter sei, dann entspricht ein Meter zum Beispiel 1000 Newton. Wenn der Kerl also zum Beispiel genau 100 Kilogramm wiegt, also Masse hat, dann hat er rund 1000 Newton Gewichtskraft. Und jetzt sieht man schon, wenn ich jetzt aber entlang der Beine Vektoren zeichne, dann werden diese Vektoren etwas länger. Und das kann man geometrisch berechnen. Und wie das geht, kommt in Vektorrechnung. Ich werde, wie gesagt, hier immer oben links anfügen. Einfach mal draufklicken, wenn man das noch vertiefender verstehen will. Wir reden im Allgemeinen in der Physik von gebundenen Vektoren. Gebunden gehe ich gleich darauf ein, warum gebunden und was das für einen Sinn hat. Aber wir merken uns aus der Mathematik, man kann Vektoren verschieben. Moment. Ja, ich musste kurz anhalten. So, wo waren wir? Also, man kann die zwar verschieben, aber das macht in der Physik relativ wenig Sinn, Vektoren zu verschieben. Was aber in Mathe dann spannend wird, diese Eigenschaft, Vektoren verschieben zu können, die werden wir dann gleich sehen bei der Vektorsubtraktion zum Beispiel. Na gut, ein Skalar, was ist das? Kurz gesagt, ich habe es extra rot geschrieben, eine ungerichtete Größe. Also zum Beispiel eine Anzahl oder eine Zahl überhaupt. Ich gehe gleich drauf ein. Oder die Temperatur oder die Zeit oder die Masse. Und das. Die kann man nicht richten. Eine Masse ist da oder sie ist nicht da. Die Zeit läuft oder läuft nicht. Die Temperatur ist nun mal so warm oder nicht. Und eine gewisse Anzahl, was soll ich denn da machen? Was hat das mit Richtung zu tun? Man kann in Mathe einfach sagen, und das geht in Physik aber genauso, ein Skalar ist im Prinzip eine Art, naja, Faktor, also ein Multiplikator für Vektoren. Zum Beispiel kann ich sagen, ich habe einen Vektor a und ich kann den um das Vierfache verlängern, also sage ich viermal a. Oder ich wechsle Richtung, dann sage ich minus und verdoppel den aber von der Länge minus zweimal b. Gut, weiter und das werde ich jetzt hier gleich nochmal zeigen. Also Beispiel, ich nehme einen Vektor mal ein Skalar, ne? Das ist das Skalar hier, das Ding hier, die 3. Oder hier die minus 1 oder hier die minus 2. Dementsprechend verlängert sich oder verkürzt sich der Vektor. Ich kann auch sagen 0,2 mal a, dann ist das Ding bloß noch so kurz. Oder ich kann auch b ganz einfach mal 1 nehmen, dann bleibt b so. Wenn ich es aber mal minus 1 nehme, dann ändert es die Richtung. Gut. Vektor addieren geht im Prinzip einfach. Vektor addieren geht so. Ich habe zum Beispiel einen Vektor a. Immer ranschreiben, auch mit Pfeil. Sonst weiß man nicht, ob das ein Vektor ist. Und ich habe einen Vektor b, der schwirrt hier frei im Raum rum, b. Und ich kann den ja hier rüber verschieben, das heißt, ich kann den ruhig hier ranlegen. Und zwar bei der Addition macht man es einfach. Man geht ein Stück dahin, bis der Vektor zu Ende ist und fügt da diesen Vektor an. Also fügen wir den mal hier an. Längenmäßig muss der stimmen, ne? Das ist eine reine Parallelverschiebung. So, und was ist daraus die resultierende? Die resultierende ist das hier. Das ist also Vektor a plus Vektor b. Ist gar nicht so schlimm, ne? Jetzt könnt ihr da noch andere Beispiele nehmen. Vektor subtrahieren. Na, ich mach's mal so, damit wir hier mit unten, mit dem Wozu nicht durcheinander kommen. Vektor subtrahieren. Ich habe einen Vektor a und ich habe einen Vektor b wieder. Und ich möchte die subtrahieren. Dann gibt es eine Regel, die ist allerdings ein bisschen nicht so schön. Dann fängt man im Fußpunkt des Vektors a an, trägt b an. Und jetzt kommt meistens die große Frage, ja, wo geht der Pfeil hin? Eine resultierende entsteht hier oben. Ja, das schon. Aber geht der Pfeil hier hin oder dahin? Da rätseln viele Leute, deswegen habe ich eine bessere Methode. Ich sage es mal gleich, der geht wieder zu dem ersten. Also wenn ich hier geschrieben hätte Vektor a minus Vektor b, dann ist gleich was? Und zwar die Skizze. Dann geht das immer hier hin. Hier ist die Pfeil,
Hier ist der Pfeil von Vektor b. Oh, hätte ich rot machen sollen, dann mache ich nochmal rot. Hier ist also a minus b zu finden. Besser, und jetzt nutzen wir nochmal das Multiplizieren. Wir sagen einfach nicht Vektor a minus Vektor b, sondern wir sagen mal, das mache ich jetzt mal in dunkelblauer. Wir sagen hierzu, sagen wir Vektor a plus, dann können wir nämlich weitermachen wie bei der normalen Addition. Und jetzt drehen wir einfach, indem wir sagen, wir nehmen Vektor b mal minus 1. Vektor b einfach um. Was passiert dann? Nochmal hier zu unserem Vektor a. Schwupp. Hier ist a. Und jetzt sagen wir, okay, und b drehen wir einfach um. Also den haben wir mal minus 1 genommen. Das ist also minus 1. Immer schön mit Klammern schreiben, damit man nicht durcheinander kommt. Das behält die Übersicht. Und jetzt addieren wir den. Und jetzt sagen wir, okay, wir hatten ja gesagt, bei der Addition gehen wir bis ans Ende des, also des ersten Vektors und fügen jetzt hier hinten den anderen ein. Und das ist schon unser umgedrehter Vektor minus 1 mal b. Dann können wir uns nämlich eins nur merken, und zwar die Vektoraddition. Wie sieht jetzt die resultierende aus? Naja, die geht jetzt von hier wieder nach hier. Aber nanu, woher wissen wir, dass das stimmt? Also hier ist a minus b. Na, gucken wir nochmal. Wir hatten noch gesagt, wir können Vektoren verschieben. Wenn ich den parallel hierher verschiebe, stimmt auch die Richtung. Und parallel verschoben, stimmt die Richtung und der Richtungssinn auch. Also das heißt, der Pfeil ist wirklich auf der richtigen Seite. Nochmal, wer das nochmal zusammengefasst haben möchte, zurückspulen, damit das Video nicht zu lang wird. Wozu Vektoren? Von der Eigenschaft, dass wir gesagt haben, wir können Vektoren also grafisch darstellen und dann anhand von Längen- und Winkelbeziehungen etwas ermitteln, mal auf folgendes Beispiel. Nehmen wir an, dieser Mensch, ne, diese Gewichtskraft, die da auf dem Boden insgesamt ausübt, wenn er die Füße zusammen hätte, bezeichnen wir ganz einfach mit Fg. Das ist bekannt, das sind diese 1000 Newton. Und wir möchten jetzt wissen, wie viel wirkt auf die einzelnen Beine. Und man sieht, die werden schon immer länger. Und je breiter der auseinandersteht, ne, also hier so, umso länger müssen die Pfeile werden, wenn ich sage, mein Vektor Fg ist aber so lang, nämlich diese 1 Meter, wenn ich das auch maßstäblich richtig gemacht habe. Guck mal, dann müssen wir hier nämlich so weit die Pfeile verlängern, bis auf den Boden auftreffen. Aha, also wenn ich mit solchen geometrischen Größen dann auch rechnen kann, dann kann ich nämlich auch weiterrechnen. Guckt mal hier auf den Link, da geht es um entsprechende Kräfteparallelogramme, sagt man. Kräfteparallelogramm, weil dann hier entsprechende Parallelogramme entstehen und. Da muss ich hier nicht weiter drauf eingehen. So, ich hoffe, es hat geholfen und ihr habt euch gefreut, dass ihr wieder mal ein kleines bisschen mehr verstanden habt. Ich freue mich ja auch immer darüber, wenn jemand was versteht. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.